Hi Leute, und heute spielen wir BTD6. Wir werden versuchen, heute unsere Affen abzugraden. Vor allem den Eisaffe, den will ich versuchen, so hoch wie möglich zu machen. Ja, weil wir müssen die upgraden, wenn wir den Rekord machen wollen. In nächster Woche, wenn wir es schaffen, alle Max zu haben. Wenn nicht, dann in 2 Wochen. Gucken mal, wie oft ich spielen werde. Und ja, ich schätze mal, wir fangen mal an und setzen. Ja, hier glaube ich den Eisaffen hin. Das ist gar nicht mal so schlecht an, glaube ich mal. Hier können wir den Wurfpfeilaffen hinpacken, der free ist. Und wir graden auf verbesserte Gefrierung ab. So, schön, also klappt auf jeden Fall. Und wir werden heute so viel XP für den Eisaffen sammeln, wie es geht, weil der braucht noch ein paar Upgrades unten und oben. Das wäre auch der letzte fast von den, wie heißen die oberen Affen hier, die hier. Ich weiß es jetzt gerade nicht, aber das Militär hier unten, das Magie und das hier unten ist Hilfsgeschütz, aber das obere weiß ich gerade nicht mehr. Ist auch egal, auf jeden Fall von den oberen hier fehlt mir nur noch der Klebstoffschütze und der Eisaffe. Beim Klebstoffschützen, ja, kann noch lange dauern. Fehlt mir noch das obere komplett hier und das untere komplett und ja. Klebstoffschütze wird ein bisschen länger dauern als Eisaffe, weil als Eisaffe habe ich eine Reihe durch und oben und unten noch ein bisschen fehlt. Deswegen maxe ich jetzt erstmal schnell den Eisaffen ab. So, hier dürfen keine Zeit verschwenden. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Sniper müsste auch noch max gehen, weil da fehlt noch ein Upgrade. Und das sind wir ready. Auf jeden Fall, ich werde wahrscheinlich beim Rekord keine Boote nehmen. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr Boote benutzt haben wollt. Weil ich glaube nicht, dass ich Wassermap nehme. Falls doch, werden wir es machen. Und ja, mal schauen, mal schauen. Dauert eh noch 1 bis 2 Wochen. Deswegen, oh, so. Deswegen müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich setze gleich noch einen Ninja hin, dann haben wir die Unsichtbaren schon mal. Und die kann der Eisaffe schon Metall killen? Das ist meine Frage gerade. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir können ja mal nachgucken. Ja, oben wäre Metallgefrier. Oben ist Eisbrocken. Ich bin gerade am Überlegen, ob man die Mitte und unten nimmt oder oben und unten. Aber unten sollte man immer nehmen eigentlich, weil unten ist dieses Regefriere. Das ist, dass er den Ballon zweimal hintereinander frieren kann. Und wenn man das da sieht, alle Ballons, die gefroren werden, einmal sterben, weil die dann nicht weiterkommen, weil er zu schnell einfriert. Die kommen nicht mehr weg, die sterben auf jeden Fall. Das klappt leider bei Moabs nicht. Ich habe ich schon noch ausprobiert. Ist aber ein bisschen logisch auch irgendwie. Und ja. Eisaffe ist auf jeden Fall unser Ziel zu leveln, habe ich ja gesagt. So ungefähr die 9000 würde ich noch haben. Und vielleicht die Hälfte von. Ja, die, nee, das ist übertrieben. 9000 XP für das hier plus 3000 oder 4000. Mal gucken. Würde auf jeden Fall toll sein, wenn wir es innerhalb dieser 80 Runden da hinbekommen. Weil der ist jetzt halt Anfang da. Hat auch 650 Pops fast. Was auch nochmal gar nicht mal so schlecht ist. Ja. Wir gucken, wie das weiter wird. Den Ninja-Affen, den können wir upgraden. Und ja, mal gucken, mal gucken. Wir können es so wie letztes Mal machen. Wir können den Hauptmann Churchill oder wie der heißt genau in die Mitte stellen, wenn wir das entfernen. Wäre mir auch am liebsten, glaube ich. Deswegen werden wir das machen, glaube ich, dann mal auch. Und ja, mal schauen. Ab Runde 24 bis 30 irgendwo da kommen Metall- und Tarnballons. Deswegen müsst ihr mal gucken, was ich gegen Metall mache. Ich habe nämlich noch nichts gegen Metall. Das Einzige, was ich gegen Metall habe, was mich bringt,
ist der Eisaffe, deswegen müssen wir kurz Bomben dann später aufbauen. Aber wir haben ja Zeit, wir haben Zeit noch ein bisschen. Oder sollen wir Hauptmann Churchill in die Mitte stellen für 2660? Ich weiß es gar nicht. Ja, lass gucken, sparen, wenn das nicht ausreicht, setzen wir eine Kanone hin. Ihr könnt ihr mal in die Kommentare auch schreiben, wie ihr den Eisaffen findet. Because I finde Affe gut. Aber nee, ich finde den Eisaffe gar nicht so schlecht für den Starter, aber für später wegen den Moabs, da kommen ja fast nur noch die. Da finde ich ihn wirklich ein bisschen schlecht. Also. Ja. Weil gegen Moabs hat er glaube ich nichts. Weil ein Blumen. Nein. Nein. Der hat nichts gegen den Moabs später. Und ja, deswegen ist der einzige, der nichts gegen Moabs hat. Sonst kann jeder was gegen Moabs, glaube ich, machen. Halt alle, die angreifen können, natürlich nicht die Bananenplantage und die Hütte, aber. Ja, ich überlasse mal das. So, aber wir schaffen das gerade noch, gerade so, ne? Gerade so. Deswegen sollte ich so langsam mal die Mitte entfernen und Charcoal mal Chuck da reinböllern. Ich hoffe halt, Tarnballoon, ja okay, ja, der kommt jetzt erst. Wir können ja mal die Mitte entfernen. Dann wissen wir die genaue an. Oh, Eisaffe kann abgegradet werden noch. Da die 9000, die wollte ich erreichen. Ich gucke mal, wie viel XP wir noch hinbekommen. Auf jeden Fall keine 30.000. ja, welcher ist euer Lieblingsheld? Falls ihr die kennt, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Vielleicht hole ich mir den nächsten dann davon. Weil bisher habe ich ja nur Hauptmann Charles gekauft. Mit dem Affengeld, aber ja, mal gucken. Okay, ich glaube, der sollte da sehr gut sein in der Mitte, weil wenn man hier guckt, der kann alles treffen um diese Bahn da. Und ja, ne? Mehr gibt es dazu nicht. Als nächstes würde ich auf den Eisaffe, oder nee, erst den Ninja-Affe, weil der ist schon länger da als alle anderen, außer der hier und die, oder der hier, den will ich gar nicht upgraden, der ist ja nur gratis, deswegen ist er dahin geböllert worden. Dann werden wir auf jeden Fall genug auf Max haben. Ich sage jetzt nicht alle, weil ich weiß nicht, ob ich alle haben will. Ich habe schon die meisten, glaube ich mal. Ich habe 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, 15 Max. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es genau gibt. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 23 gibt es genau, also ja, ein bisschen mehr als die Hälfte, ja. Allerdings, der Held zählt nicht, weil der kann man nicht leveln, der levelt automatisch in der Runde und ja. Mal schauen. Ich bräuchte noch eine Kanone trotzdem, eigentlich. Oder ich setze noch einen Ninja-Affen mit. Mal schauen. Oder ich könnte auch einen Helikopter setzen, aber ich bin nicht so der Fan von Heli, der ist zwar ziemlich OP, aber ich bin nicht so der Fan damit. Deswegen entscheide ich mich, glaube ich, für die Cannon. Die bekannte, übliche Kanone. Und grillt sie in der Mitte ab, weil da ist das Moab-Killer. Das Moab-Killer, ah ja. Da ist der Moab-Killer, den brauchen wir. Ich sollte auch ein Affendorf in die Mitte setzen, vielleicht, damit. Ja, das machen wir gleich noch. Müssen erstmal um den Moab kümmern. Dann können wir gucken, wie wir es machen. Ab welchem Level kriegt er eigentlich diesen Maschinengewehr oder was es da drauf ist? Weil das scheint gar nicht mal so scheiße zu sein. Das ist mega gut eigentlich. Deswegen, ja, würde ich wissen, für nächstes Mal vielleicht gibt es da so bestimmte Zeiten, die wo man dann abmessen kann oder so. Keine Ahnung. Ich kenne mich mit Ballons nicht 100% aus. Und
Wir werden auf jeden Fall den Moab-Killer holen. Da können wir den blauen Moab bei Runde 40 direkt zerstören lassen. Große Bomben, ja, wenn wir noch hinbekommen, brauchen wir nicht unbedingt, aber... Und dann graden wir den Eisaffen ab, würde ich vorschlagen. Ne, dann setzen wir erstmal... Obwohl, doch, den Eisaffen. Doch, wird schon richtig. Wir graden den Eisaffen ab und dann holen wir einen Dorf. Packen den, wenn es geht... Wenn es geht, packen wir den so hin, dass den Eisaffen... Ja, geht. Gut so. Dann packen wir das so hin, dass der beide berührt, die Kanone und den Eisaffen. Und dann können die Invisibility killen. Das sollte dann reichen, weil gerade kann das nur der Ninja. Der kümmert sich gerade drum, aber später kriegt er das nicht mehr alleine hin. Und wenn wir das haben, dann schauen wir mal. Weil vielleicht können wir dann upgraden später bei der Hütte, dass beide alles killen können. Das bedeutet, der Eisaffe könnte auch die Metallballons killen und der hier Bombenwerfer, der kann schon eigentlich alles killen, glaube ich mal. Wir holen nochmal zweimal größere Bomben. Und ich glaube, da holen wir uns lieber das Affendorf, weil ich habe mehr Angst vor Invisibility als vor dem Ballon selber, weil... Ja, die kriegen wir gerade easy tot, weil die müssen ja zweimal, aber die Unsichtbaren, hier ist nochmal so ein Problem. Die kommen... Ne, schon weiter ein bisschen. Und später kommen sie halt komplett durch, weil später alles nur noch so kommt. Aber okay. So, wir haben die großen Extrembomben da geholt. In zwei Runden kommt der Moab. Ich hoffe, wir kriegen den. Sollten. Und ja, mal schauen, wie es so wird. Money-Technik ist ja auch gar nicht mal so schlecht. Kommt es mal nicht. Der wird immer eingefroren. Der wird jetzt keine Entkommen-Möglichkeiten haben. Außer halt die Weißen oder Zebra-Ballons. Die kann er halt nicht einfrieren. Die kann er erst mit der Hütte einfrieren lassen. Auf Stufe 3, was ein bisschen teuer ist, deswegen muss ich gucken, ob ich es machen werde. Also Invisibility sollten sie killen, das wäre sehr wichtig. Nee, schon schlauer hier oben. Da muss ich einmal Radius upgraden. Dann sollte, oder trifft er den? Nein, tut er nicht. Radius upgraded, jetzt ist der im Radius, schön. Können wir für 720 dieses Herz-Dings da holen, dass die nicht regenerieren. Sparen wir auf 2160. Und nach der Runde kommt auch das Morb, deswegen halte ich die Fähigkeit schon mal ready. Schaffen wir, oder? Ja, schaffen wir. Und zack. Ja, haben wir. Schön. Der Morb ist tot. Runde 40, bei Runde 60 kommt dieser rote Morb, dieser, ich weiß gar nicht wie der heißt, ich kann gucken irgendwann mal, wie kann ich es euch sagen, 2160, dann graden wir oben ab, schnellere Angriff und dann greift der Eisaffe auch schnell genug, damit der jeden killen kann, außer Zebras oder Weiße. Ja, der greift die gerade schon schnell an eigentlich, die entkommen ja nicht. Wenn wir später halt hier nochmal das für 8100 bekommen, kann er alle killen. Das würde halt in dem Falle bedeuten, steht es drauf. Ja, alle Ballonarten platzen zu lassen halt. Zum Beispiel der hier kann ja auch keine Zebras killen. Weil Zebras ist eine Mischung aus Weiß und Schwarz. Und Schwarz kann er nicht killen. Zum Beispiel die kann er später killen. Mit dem Upgrade halt. Erstmal holen wir uns aber die Dschungeltrommeln, weil die verschnellern, glaube ich, die Angriffsgeschwindigkeit. Yep, genau. So. Dann haben wir das. Dann greifen die schneller an als normal. Wir müssten jetzt halt nur noch, wenn es geht, für 8100 das eine holen. Das wird halt sehr kritisch wegen dem Money her. Deswegen würde ich den Ninja-Affen erstmal für 3000 upgraden, glaube ich. Ich wäre sonst nicht safe genug. Der hier levelt sich zwar automatisch ab, aber immer langsamer, ne?
Ah, nein, 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 es kommen viele durch. Ja, mal schauen, ich brauche schnell dieses Upgrade, sonst wird's nichts. Ich brauche schnell 3000. Noch, komm. Schaffe ich, glaube ich, noch, aber ich werde halt später Probleme haben dann. Ja, ich hoffe, alle Zebras sind auf jeden Fall weg oder alle Weißen, weil dann kann man sie einfrieren, wenn die nochmal durch wollen. So, dann haben wir den. Das nächste Upgrade ist viel zu teuer, deswegen lassen wir das. Und das sollte sie ziemlich gut aufhalten schon eigentlich. Jetzt ist die Frage, wollen wir wirklich gucken, dass wir die 8100 hinbekommen? Lohnen würde sich es. Schaffen wir es bis dahin, ist die andere Sache, weil, also Invisibility können wir ja, das ist kein Problem mehr. Aber das Problem ist ja hauptsächlich, dass die Moabs haben wir zwar, wir haben genug, glaube ich, nee, haben wir eigentlich nicht, wir haben den Chuck und die Rocket und den Ninja. Na, mal gucken. Die haben ja die Instant-Rakete, die kann mir den Moab direkt zerstören lassen. Und der friert die Affen noch mal, die Ballons noch mal ein, die, wenn die zurückkommen halt, die gehen ja einmal eine Kurve. Mal gucken, wir sparen erstmal auf 8100 und schauen, ob wir es hinbekommen. Wenn nicht, dann setze ich früher noch was, aber bisher lasse ich, lasse es jetzt erstmal laufen. Der Eisaffe ist, ich finde ihn sehr gut, weil das, was er gerade macht, gefällt mir. Er lässt die Keramiks zu Zebras werden, weil er natürlich nicht mehr frieren kann. Sonst wären die ja natürlich komplett weg. Würde viel auch helfen halt, ne? Ja, das ist sehr gut, vor allem, dass sie sich nicht regenerieren können, weil dann kann der Eisaffe sie einfrieren und sie sterben. Die können sich nicht regenerieren, dass sie so lange bleiben, das ändert jetzt nicht viel, weil die Cannon da ist, aber vielleicht ändert das hier noch was. Es war ja eh nur ein 270 Upgrade ungefähr. Und ja, ne? Übrigens für die, die sich ein bisschen ärgern, dass ich gerade kein Ich arbeite als Video mehr kommt und nur BTD, weil ich habe ja damals oder vorher, ja damals, nur Ich arbeite als Videos gemacht und jetzt fast nur BTD. Das liegt daran, dass gerade wir besprechen gerade, was wir machen für Ich arbeite halt. Wenn ihr Ideen habt, was wir arbeiten könnten sozusagen, schreibt es in die Kommentare. Wenn ich weiß, was es ist, checkt es aus, geht auf die Ich arbeite als ... Playlist und da könnt ihr das dann sehen, was ihr noch nicht gesehen habt. Und ja, das ist eigentlich der Grund, warum weniger kommt. Wir haben gerade wenige Ideen und wir haben auch gar nicht mal so viele Gegenstände. Wir kaufen meistens ja die Gegenstände, aber wir haben gerade keinen Plan. Und wenn wir uns was kaufen und dann was anderes machen wollen, klappt es nicht. Deswegen müssten wir die Idee eigentlich eine Woche früher haben. Also, ja. Ne, so. Übrigens, ich habe mir jetzt gerade hier den 8100er abgegradet. Jetzt sollten die Eis. Jetzt kann so der hier weiße Zebra Balloons und weiße killen und der hier schwarze und Zebra. Das ist sehr gut eigentlich auch, weil dann kann der jetzt alles angreifen sozusagen. Das bedeutet, wenn er was einfriert, ist es auch tot. Und außer der Mob, den kann er nicht einfrieren. Ich versuche gerade einen Zebra zu erwischen, wie das eingefroren wird, weil ich würde das jetzt so gerne sehen. Naja. Was ist eigentlich das nächste Upgrade? Weil das hatte ich noch nie. Zu den Affenfähigkeiten verleiht alle Affen in der Nähe 50% Angriffsgeschwindigkeit und lässt Bloons 10 Sekunden lang platzen. Ja, das ist sehr stark, aber auch sehr teuer gleichzeitig. Aber, so, ich habe vergessen, die Fähigkeit zu setzen. Aber gut, ja, stört nicht. Nicht so extrem, okay. Wir können ja einen Helikopter hier hinsetzen. Aber wollen wir das? Ja, komm, lass einen Helikopter hier hinsetzen. Und lass auf oben gehen. Und unten, oder? Wir können
Lass den unteren holen, der ist billiger und mehr gegen Moab. Brauche ich auch mehr eigentlich gegen Moab. Oben haben wir zwei, lass auf unten jetzt gehen. Ja, ich habe die Fähigkeit gerade nicht, aber die sollten den bekommen. Oder kriegen sie schon hin. Ja, schön. 5400, mal schauen, ob wir es hinbekommen. Sollten wir hinbekommen. Und dann mal schauen, was ich dann setze. Es gibt nämlich noch vieles, was ich leveln muss. Ich glaube, ich setze dann einfach den Sniper ein, weil der macht immer ein paar Kills und levelt ein bisschen, staubt ab. Bei denen habe ich fast Max, da fehlen mir 9000 XP. Die habe ich easy. Der Eisaffe hat mittlerweile mehr generiert als das, was ich haben wollte. Ist aber okay. Ich beschwere mich darüber nicht. Und der Heli sollte ja schon alles killen können, eigentlich. Weil wir ist ja neben dem Affendorf. Oder Affendorf würde ich das jetzt nicht nennen. Aber es heißt halt Affendorf. Ne? Sollten mal anders benennen, so Affenhaus oder wie sowas in der Art. 5400 und dann sind wir gewappnet gegen alles, glaube ich mal. Ja, sollten wir hinbekommen. So. Jetzt haben wir gegen Mobs. Wir können ja noch die Bombe setzen, damit der instant explodiert, damit wir nicht so viel Zeit verschwenden. Weil Zeit ist wichtig, Leute. Lernt es. So, 3500 würde ich sparen, damit der Eisaffe auch noch ein paar Kills macht, weil der levelt am wenigsten jetzt langsam wegen dem Heli. Und ja, mal schauen, wie das so wird. Das hier finde ich eigentlich unnötig zu entfernen, das rechte, die rechten Räder da und diese Heuballen, weil, ja, ich könnte da einen Superaffen in die Mitte knallen, dann würde er alles treffen, aber ich setze den wirklich lieber, wenn ich den setze, schon über den Affendorf, damit er die Fähigkeiten bekommt, die das Affendorf auch bekommt. Sonst ist es nämlich useless ein bisschen, finde ich, und ja, teurer natürlich auch. Greift zwar ein bisschen weniger an wahrscheinlich dann, weil er kann nicht um sich her angreifen, aber ja, egal. Soll ich? Nee, ich lasse das. Ich setze die Fähigkeit gegen den ein, aber sind ein bisschen viele, ne? Die Fähigkeit eingelöst von dem. Ich hoffe, es kommen nicht mehr so viele durch. Okay, schön. Dann haben wir das geklärt. Eisaffe, den können wir jetzt upgraden. So. Dann machen wir noch ein Upgrade für 3200 später. Weil jetzt verlangsamt er die sogar noch, wenn sie in seinem Sturm sind. Ist noch besser, weil dann kommen die auch langsamer weg. Ne? Und das ist eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Fähigkeiten sind wieder aufgeladen. Let's go. Ich glaube, wir bekommen es hin. Kann natürlich immer wieder sein, dass wir es noch am Ende versagen. Mal schauen. Mal schauen. Auf jeden Fall gefällt mir die Map sehr gut, deswegen werden wir sie so ein bisschen öfters zocken. Auch wenn ich sie schon manchmal durch habe. Wir werden sie trotzdem nochmal machen, weil sie mir gefällt. Und wir können jetzt finishen sozusagen, weil noch ein Upgrade ist zu teuer. Jetzt haben wir noch eine Fähigkeit, womit wir die verlangsamen können. Ich weiß nicht, ob es bei Mobs auch klappt, aber wir können auf jeden Fall die Ballons verlangsamen, wenn wir es Lust haben. Und seine Range ist extrem gestiegen. Der hat jetzt eine große Range. Ich glaube, ich setze noch einen Sniper hin und setze ich auch, damit er Wert hat natürlich, hier oben hin. Kann auch die Unsichtbaren killen. Und wir werden auf Geschwindigkeit gehen, damit er so viel levelt wie möglich. Ich glaube, wir nehmen am Anfang die zwei oberen natürlich, weil er da mehr Damage macht pro Schuss. Und es ist besser, glaube ich, dass, anstatt dass der Gegner, dass er Unsichtbare sieht, weil der ist ja schon hier, das sieht die schon. Und er kann auch jede Art Balloons killen. Bedeutet, Metall ist kein Problem. Also, wir machen ja sowieso den Upgrade für den Metall, aber ist trotzdem kein Problem.
So. 430, ich glaube, sollten wir noch hinbekommen eigentlich. So, 3700 sparen wir jetzt mal. Und ja, wir haben drei Fähigkeiten. Fähigkeiten will ich nicht so viele haben. Werde ich wahrscheinlich, aber... Ja, ich werde von jedem halt eine Fähigkeit haben, ne? Wenn wir das Rekord versuchen, weil ich ja jeden einmal haben werde. Und jeder hat eine Fähigkeit, deswegen werde ich wahrscheinlich so ein komplettes Board-Fähigkeiten unten haben. Bisschen viel, aber ja, mal schauen. Ja, gerade läuft es halt auch noch, gell? Und der levelt auch noch. Ist gerade Stufe 8, fast 9. Die werden zurückgeboostet. 10.800. Wollen wir das? Lass mal holen für 10.800. Sollte sehr gut verteidigen können. Und nach der Runde kommt das rote Luftschiff. Ich drücke hier schon die ganze Zeit auf den Button da, der wo Luftschiffe sprengen lässt, damit wir den direkt weg haben. Damit vier blaue sind und kein roter. Weil aus einem roten kommen ja vier blaue. Wie man es kennt. Und ja. Ich weiß gar nicht, ob es so streng sind. Die alle in einem? Ja. Oh, verlangsamen wir mal. Ach, die werden komplett vereist. Ja, okay. Hätte ich das gewusst, hätte ich es praktischer eingesetzt. Reich, kriegen sie es hin? Scheiße. Das war schon mehr als gedacht, aber ich habe die Eisfähigkeit auch schlecht genutzt. Ich dachte, das verlangsamt die eigentlich, aber ich hatte die halt noch nie, ne? Aber ihr habt es jetzt gesehen. Ich habe es gesehen, wir wissen es jetzt alle. So. 10.000 ist eine Menge. Wir werden auch den Rekord wahrscheinlich ohne all den Wissen machen, weil bis ich das habe, bin ich Level 100 oder sowas. Und ja, das dauert eine Ewigkeit einfach nur. Deswegen werden wir nur mit dem Wissen machen, was ich dann habe. Und ja. Ja. Kostet es 10.000 irgendwas? Ja, 10.800. Kriegen wir, glaube ich, aber noch hin. Sollte auch ziemlich OP sein, glaube ich, weil der obere Helikopter ist zwar richtig OP, aber der untere ist hier gegen Moabs. Ne? Also sollte er gegen Moabs noch besser sein als der andere. Was wir auch machen könnten, ist von den Kanonen hier diese untere nehmen, die wo mehrere Bomben umherum streuen und die dann einfrieren lassen mit unserer Fähigkeit, weil die treffen dann alles und Bomben können Eisballons angreifen. Die Pfeile nicht, aber ja, komm, lass eins setzen, so. Haben Luftschiff gesprengt. Und ja, wir haben fast 10.800, fehlen nur noch 3.400, das schaffen wir aber easy. Das war die harte Round, ne? Ich weiß gerade nicht mehr. Ich glaube, das war die harte. Oh, ja, das war die. Das war die. Definitiv. Aber ich glaube, die kriegen die hin. Falls nicht, ich kann noch freezen. Falls ein Luftschiff kommt, kann es auch springen. Ja, der Eisaffe tut seinen Job sehr gut erledigen. Ich mag den. Respekt an Eisaffe. 1800 und dann können wir den Heli upgraden. Der Sniper, wie viel Level sammelt er eigentlich? Ja, okay. Der sammelt wenig. Aber solange der etwas hinbekommt, darf er existieren. Hey, diese Runde, ne? Die geht aber nie vorbei. Ah, muss ich freezen, wirklich. Ich will es eigentlich ja weniger machen. Oh mein Gott, ich muss.
Ich muss ja. Ich freeze erst, wenn die aber beim Eisaffen sind, wieder. Obwohl, nee, muss ich nicht. Ich muss gar nicht freezen. Schaffen die gerade hin. Noch 400 Dollar. Oder Affengeld. Sprengen wir eins. Noch 200. Wenn wir 200 haben, dann kann ich. 100 ungefähr. Komm, 50. 40, 30. 20. 10, komm. Und ich hab's. Wir haben jetzt den. Ich weiß jetzt nicht, wie der hieß, aber wir haben den krassen Helikopter. Und der sollte gegen Luftschiffe etwas mehr können. Ja, der schubst die auch zurück. Ich glaube, das ist zumindest der Heli. Wir freezen. Ja, und die. Oh, aber der lebt noch. Brauchen wir die Fähigkeit vom Moor? Nein, brauchen wir nicht. Das ist doch mal was Tolles. Und. Zählt es noch, wenn ich. Ja. Hier zählt er noch. Das Slime, der Klebstoffaffe da. Wir graden auch oben ab natürlich. Also wir machen 5-2-0. Machen wir und. Also für, ja. Wenn schon 4-2-0, aber 5 kriegen wir nicht hin. Würde ich gerne machen, aber. Klebstoffschütze lassen wir noch ein paar Kills machen. Der muss auch noch gelevelt werden. Genau. Der Eisaffe hat wie viel XP mittlerweile? Oh, der sammelt relativ gut. Der sammelt's. Der kann's. Aber ich finde den Eisaffen auch gar nicht mal so schlecht. Müsst ihr so wissen irgendwie, weil die Fähigkeit ist auch nicht so schlecht. Also ich finde ihn ganz okay. Ich würde ihm sogar 8 von 10 geben. Weil der ist defensive das Beste, was ich gesehen habe für Ballons. Natürlich, und er ist nicht teuer, ne? Also natürlich ist der Helikopter auch Maximum viel besser defensiv als der Eisaffe. Weil der Eisaffe halt schlechter ist. So, da kommen die kleinen Helfer und ja, der stirbt easy. Nee. Okay, das ist dumm. Der hat die Fähigkeit genutzt egal. Schaffen sie, glaube ich, trotzdem. Was wollte ich überhaupt sparen auf dem Sniper, oder? Weil mir fällt gar nicht ein. Wofür sonst? So, dann haben wir die blauen Luftschiffe genutzt. Jetzt fehlt noch das rote. Kriegen wir das? Ja, Klebstoffschütze und. Nee, Eis verlangsamt es ja nicht. Ah, ich wollte den Klebstoffschützen upgraden. Stimmt. Den Sniper lasse ich ja. Weil der ist. Na, der bringt nichts. Der bringt nichts. Ja, lass den sprengen. Geht einfacher. Die drei Helikopter kommen wieder. Die kommen ja ab und zu mal, ich weiß auch nicht genau wann, die kommen nach jeder Runde oder sowas. Guck, jetzt gehen die wieder weg. Also ich weiß nicht, wann die kommen und wann die gehen. Ich weiß nur, dass die überhaupt mal kommen und überhaupt mal gehen. Wann, weiß ich nicht. Ich kann freezen, wenn es zu viele werden. Ich lasse das erstmal noch. Ich spreng auch eins. Ja, es zu sprengen war eine gute Idee. Jetzt sind die einzeln alle, deswegen war das gar nicht so schlecht. Helis kommen zu Hilfe, ja. Dann schaffen die es auf jeden Fall. Wir können jetzt Toxic. Ja, noch nicht ganz so jetzt. Und ich spare mir auf das 2000er, damit er mir auf einmal treffen kann. Und dann sind wir eigentlich sehr gut dabei. Das Einzige, was mich ein bisschen anknacht, ist das OMG. ZOMG oder Z, wie auch immer das heißt. Das Luftschiff das Grüne, was da später kommt. Irgendwas mit Z hieß das und Owen. Irgendwas. Aber ist kein Problem für mich. Diese Folge geht aber auch relativ lang, muss ich sagen. Also fast 40. Wahrscheinlich wird es über 40 oder 40 Minuten gehen. Oh Gott.
Also es geht aber, es geht, ja, komm, sprengen, so. Der Ninja, der, wie viel hat der Eisaffe eigentlich gekillt? 21.000, hat der Heli mehr? 24. Guck mal, der Eisaffe, das meine ich, der Eisaffe existiert zwar seit Anfang an, hat aber nicht die meisten Kills, aus dem Grund, dass der Helikopter überall hin kann. Der Eisaffe bleibt immer stehen. Ja, so wie der Sniper, der kann auch überall hinschießen. Und falls ihr es gesehen habt, ich weiß es nicht, wir haben eine neue Fähigkeit unten bekommen, ohne dass ich was gemacht habe, weil der sich upgradet hat. Der hat jetzt eine Fähigkeit bekommen, so, ich werde sie wahrscheinlich noch benutzen, wenn hat dann, irgendwann zeige ich sie euch, aber solche Raketen, die von, oder Bomben, die von oben runterfallen, die kommen hinten aus seinem Rohr daraus und schießt da hoch und die fallen auf dem ersten, oder auf was der eingestellt ist, der ist jetzt auf erster Ballon, Luftschiff, da fallen sie drauf. Wir können übrigens den Glu hier so, dann haben wir das, 6500 ist das nächste Upgrade zur Verfügung. Dann zieht er 10 oder 7, ich weiß nicht wie viel, ne, verflüssigt Glu, ja, dann kann er 10 Schichten pro Sekunde platzen lassen, was sehr OP ist. Und wir können den upgraden auf das letzte. Das ist sehr geil. Volumenprobleme, wir haben die Lösung. Ja, ziemlich teuer, glaube ich auch. 25.000 ist nicht billig, aber ist nicht hoch, extrem teuer. Allerdings hat er den Vorteil erkannt, die Luftschiffe angreifen. So, dass sie auch 10 Schichten pro Sekunde verlieren später. Oder mehr, ich weiß jetzt nicht, wie stark das letzte Upgrade ist. Aber ist interessant auf jeden Fall, ne? Auf jeden Fall, das nächste Ziel wäre bei ihm das hier. So, 25.000 ist ein bisschen viel noch. Wir warten, wir schaffen das. Runde 70. Also auf schwer können wir weniger seltener spielen, sehe ich gerade, weil die Runden viel zu lange gehen. Video wird auch extrem lange und kein Mensch hat Lust, sich ein 40 Minuten BTD Video anzuschauen, vor allem mit mir nicht. Und deswegen macht es, glaube ich, keinen Sinn mehr auf schwer zu spielen. Das wird wahrscheinlich das letzte sein, außer den Rekord, der wird natürlich immer 40 Minuten vielleicht gehen, vielleicht eine Stunde, auf jeden Fall 30 Minuten. Da kommen seine Helis wieder. Spreng eins. Schön. Aber was ich noch sagen will, ist, die beste Kombo, die ich euch empfehlen würde, für, wenn ihr Rekord machen wollt, das machen wir dann auch, ist Eisaffe und den hier, weil er friert sie ein und er lässt sie schneller poppen, wie es so gesagt wird, aber platzen kann man es auch sagen, weil er vergiftet die sozusagen mit dem Toxic-Teil da. Dann sterben die auch wegen dem Eis. Die werden auch gefroren, können nicht weiterkommen. Das ist meiner Meinung nach das Beste, was man machen kann. Ich musste jetzt ein Heli und eine Bombe da hinsetzen, weil es knapp wurde. Eine Bombe, ja. Ein Bombenwerfer, meine ich. Und ja, das ist halt ein bisschen anders da als normal. Runde 80 schaffen wir, glaube ich, locker. Sieht zumindest gerade gut aus. Er ist auch auf Level 11 fast. Ah, ne, 10. Okay. Hab erwartet 11, aber er levelt sich immer weniger ab, habe ich ja gesagt. Und wer das noch nicht weiß, die Helden können bis Level 20 werden. Und wir werden den Chuck sehr wahrscheinlich auf Level 20 haben, wenn wir den Rekt versuchen. Meine Taktik wird auch nicht sein, beim Rekord nur Superaffen zu nehmen. Das sage ich jetzt schon mal. Denn ich habe eine andere Taktik vorbereitet. Und ja, die seht ihr dann. Ich spreng den, weil ich keine Lust habe zu warten. Man kennt's. Ja, jetzt kommen die. Ich weiß, ich glaube, die kommen immer, wenn ein paar Luftschiffe hintereinander gesprengt werden oder zerstört werden. Weil bisher sehe ich immer fast nur die, wenn wirklich viele kommen. Hier können wir die Rockets einsetzen. Da kommen die von unten raus und fallen drauf. Man sieht jetzt nicht, wie die wirklich drauf fallen, aber man sieht die Explosion. Und es dauert eine Ewigkeit, bis es sich wieder auflädt. Weil das macht schon Schaden enorm hoch. Allerdings genau an Luftschiffen eher weniger, aber. Ich wollte. Oh. Muss ich freezeln? Nein, muss ich nicht.
Ja, es ist immer besser, die Fähigkeit zu behalten. Deswegen gucke ich erstmal immer, ne? Runde 93 sieht sehr gut aus. Sieht sehr gut eigentlich nach Win aus. Der Sniper hat sehr viel gelevelt. Ja, der hat schon was gelevelt. 2.000 bis 3.000 XP, ohne dass ich ihn wirklich viel ausgegeben habe. Ist schon was Gutes. Schnell, dann los geht's. Ey, das geht einfach wirklich 40 Minuten. Spreng 1. Ja, Hilfe, guck. Es kommt immer, wenn eins gesprengt wird oder sowas. Ich dachte es mir schon, weil die kommen sonst nicht. Ja, okay. Wir können übrigens den hier jetzt upgraden. Dann haben wir den durch, sozusagen. Und ja, wir sparen jetzt erstmal, weil wir so eine Menge Cash haben. Und jetzt müsst ihr gucken, wie schnell er die rasieren kann, weil er zieht jetzt 10 pro Sekunde ab. Davor waren es 2. Ja, jetzt könnt ihr das gleich sehen, wenn die überhaupt dahin kommen werden. Ja, man sieht es auch schon. Wenn alle, die mit solches sind, sterben nach ein paar Sekunden, 2 maximal. Es ist wirklich overpowered. Und wir haben gerade den letzten Upgrade für den freigeschaltet, der noch stärker ist. Können wir den eigentlich noch upgraden? 37.000 sagt wohl nein. Den Sniper will ich noch upgraden dann für 3.780. Wahrscheinlich ist dann auch vorbei nach dem Upgrade, weil, ja, mal schauen, vielleicht kriegt man noch Milliarde in einer besonderen Runde oder sowas, ich weiß es nicht. Aber mir kommt so vor, als ob die Runde 80 einfacher ist als andere Runden. Ich weiß jetzt nicht wieso genau, weil kommt mir auf jeden Fall so vor. Aber ist, glaube ich, nicht. Ich glaube, die ist schwerer, die Runde 80. Aber es kommt mir so vor, als ob die einfacher wäre. Ich weiß es nicht. Wenn ihr es wisst, dann könnt ihr mir in den Kommentaren ja helfen, weil ich habe keine Ahnung. So, dann kommt jetzt gleich das Sniper-Upgrade. So, sorry. Noch $100 kriegen wir hin. Nach den $100 haben wir den Sniper auf Maschinengewehr. Oder auf automatisch, steht hier. Zack, Maschinengewehr kostet 5.000. Sind etwas schnellere Schüsse. Den müssten wir noch machen. Weil das nächste kostet zu teuer, glaube ich. 15.000, ja okay, 15 ist ja eigentlich noch billig für das End-Upgrade. Das ist wahrscheinlich auch scheiße. Aber gut, 5.000 sparen wir jetzt. Ich weiß nicht, ob wir es hinbekommen. Glaub schon, weil gerade sind wir immer noch der gleichen Runde wie vor 50 Minuten. Und ja, die will nicht enden, die Runde. Die Sache ist, es bringt halt auch nicht mehr Ballons zu schicken, weil die bleiben immer an der gleichen Stelle stehen wegen dem Eis. Deswegen finde ich Eis so OP. Die bleiben dort, wenn sie gefroren werden, einmal bleiben sie meistens auch dort. War das gerade ein rotes Luftschiff? Das ging schnell, aber. Ja, da kommt das. Ich sprenge mal schnell. Ja, jetzt muss gucken, dass ich die Fähigkeit nicht blöd verbrauche, weil jetzt ist das eine gesprengt worden, was eh kaputt war, sozusagen fast. Ja, vergiftet die schnell. Oder. Ja, was ist das eigentlich, was der Typ hier rausschießt? Gift oder was? Er heißt der Klebstoffschütze. Das müsste also irgendein vergiftetes Klebstoff sein. So giftiges Klebstoff. Habe ich zwar noch nie gehört, aber ja. Die Hauptsache ist, wir haben einen auf Max bekommen, und zwar den Klebstoffschützen. Zumindest vom XP her, nicht aber vom Upgrade. Na? Aber wenn wir einen Max bekommen haben, sind wir noch näher ran, den Rekord zu versuchen. Ich bin immer noch der Meinung, dass wir es nicht schaffen. Aber immer positiv bleiben, ne? Habt ihr vielleicht von jemandem schon mal gesagt bekommen, von Vater oder so. Ich glaube, ich muss freezen, weil das sind ein paar viele. Sage ich halt immer, aber ich muss es nie machen. Doch, jetzt muss ich.
Und das sind schon relativ viele gewesen. Ja, ich glaube, es war eine gute Entscheidung zu freezen. Guck mal, das Toxic hat die einfach so zerschrottet. Oh mein Gott, ich muss die Fähigkeit setzen. Hätte ich Eisfähigkeit noch gespart, das wäre wichtig. Oh, Alter, was? Oh, okay, der hat irgendwas hat gerade so mega viel Schaden auf einmal gemacht. Das war sehr gut. Aber das war gerade knapp zum Beispiel. Hätte ich jetzt die Eisfähigkeit am Anfang nicht gesetzt und andersrum gemacht, hätte ich sehr wahrscheinlich easy peasy geschafft. Es war gerade ein bisschen knapp, ne? Weil wenn die um die Kurve kommen, ist ja schon verloren. Das muss man halt so irgendwie erkennen. Und meine Fähigkeiten sind gerade scheiße, deswegen würde ich hoffen, dass sie es gerade hinbekommen. Sieht allerdings nicht so gut aus. Ah, obwohl gefreezed wurden die meisten, das ist das Gute. Deswegen mag ich den Eisaff. Die werden so gut gekontert. Runde 77, noch 3 Runden. 50 Minuten wird es vielleicht gehen. Etwas längeres Video als geplant. Deswegen werde ich wahrscheinlich nie wieder auf schwer spielen. Weil, nee, normal ist noch okay, weil normal hätten wir vor wie vielen Minuten noch immer, da wäre es fast 30, wahrscheinlich 25. Und einfach geht so 10, 20 Minuten. Ich würde 15 sagen, bei einfach und bei mittel 25. Aber bei schwer geht es mir zu lange. Das müssten wir abbrechen demnächst. Ich kann auch den Sniper jetzt upgraden. Jetzt schießt er so direkt. Da macht keine Pause mehr. Und jetzt mal gucken. Ich weiß gerade nicht, wofür ich das Geld noch ausgeben will. Ne? Vielleicht für den Commander. Ja, ich, ja 20.000 kannst du knicken. Für ein Level up. Nur damit der hier erhöhte Kraft zum Platzen pro Granate hat. Nur deshalb. Kostet 20.000. Das ist nicht so viel höher. Vor allem. Ja, ich glaube, die kriegen wir hin, weil das normale sind. Wenn es solche mit Schutz, sage ich jetzt mal, sind, dann schaffen wir die nicht so easy. Ich könnte auch natürlich freezen. Aber ich glaube, das schafft der Eisaffe schon eigentlich, die zu deffen. Wow. Ich habe gerade aus Versehen auf den Ninja geklickt. Ist nichts passiert, aber. Ja, sieht noch gut aus. Lass mal machen, dass der auf den stärksten geht. Ja, was, wahrscheinlich kommt gerade nur Keramik so einzeln. Okay. Wir haben 3000. Was wollen wir bitte mit 3000 anfangen? Weil wir haben schon alles. Gibt es noch bei der Plantage was? Ne, Plantage. Beim Dorf. Ich kann den Wurfweilaffen noch upgraden. Das würde ich jetzt noch machen, weil mehr gibt es da nicht zu tun. So, den haben wir jetzt durch. Bringt jetzt allerdings nichts, weil wir brauchen den nicht. Alchemist lohnt sich nur am Anfang. Ist gleich das Ende der Runde. Ja, wir machen glaube ich nichts mehr. Behalten das Geld, falls wir es noch brauchen. Weil so sieht es schon okay aus. Ja, die Runden gehen wirklich lang, aber hier. Nach der Runde kommt noch eine und dann kommt die letzte Runde. Ich höre auch. Es laggt auch ab und zu mal, weil ich weiß nicht warum. Ich glaube wegen meinem Internet, weil ich gerade weiter weg davon bin. Aber ja. Weiter. Wir sind immer noch unter 78. Guck mal, wie lange die Runden gehen. Auch schwer.
Die senden da einfach nur mehr. Das bringt nichts. Das ändert nichts. Und übrigens, jeder außer einer kann... Und unsichtbarer können. Und das ist Chuck. Der traurige Mensch. Der kann keine... Oder Affe. Er kann keine unsichtbaren killen. Sonst können die alle hier unsichtbare killen. Der Ninja kann automatisch. Und der hier kann es wegen dem Upgrade, weil wir ihn upgraded haben. Also ist leider der einzigste traurige Chuck. Der wo allerdings... Ah ne, da sind doch normale dabei, deshalb. Okay, ich habe mich schon gerade eben gewundert. Ich weiß, was wir übrigens setzen können. Wir können hier noch eine Kanone... Na, ich würde noch gerne eine haben. Ja, ich glaube, die kriegen wir nicht mehr hin. Ja, wir grillen ja größeren Radius ab. Vielleicht geht das. Ah ne, schneller nachladen. Ja, der trifft ja eh ein bisschen, ne? Da können wir uns ja dieses Moab-Killer nochmal holen. Da haben wir zweimal diese Fähigkeit. Die wo gar nicht mal so schlecht ist, meiner Meinung. Dann können wir zwei Moabs mit zwei Klicks zerstören. Ja, ist doch schon mal was Besseres. Oder zum Notfall. Da können wir aus dem grünen Luftschiff instant einen roten draus machen. Oder doch einen roten. Weil es kommen normalerweise zwei rote aus dem grünen raus, aber wir können den grünen sprengen. Und dann kommt ein roter raus. Und es sieht gerade ein bisschen komisch aus und kritisch, aber ich weiß nicht, ob es so kritisch ist, wie es aussieht. Oh mein. Ich habe gefriest und es hängt. Ich musste die Fähigkeit aktivieren. Es ist gerade wirklich knapp. Ich hoffe gerade. Ja, aber ich sehe ja, wenn die durchkommen. Ne? Ich sehe das ja. Weil der Helikopter vor beim ersten ist immer. Das sieht nicht so gut aus. Wir haben jetzt wenigstens zwei Morb-Killer. Ich habe allerdings keinen guten Upgrade mehr gegen viele auf einmal kommende. Ich habe nur noch Upgrade. Ich habe nur noch ein Luftschiff gegen und gegen einen starken Blumen. Ich muss. Das bringt aber nichts. Das bringt. Ey, bitte nein. Kommen die gerade durch? Ich erkenne das nicht. Ich weiß nicht, ob die gerade durchkommen, weil ich habe gerade Leben verloren auf jeden Fall. Doch, die kommen durch. Aber nicht so viele. Ich musste jetzt zwei... Ja, wir verlieren Leben ohne Ende. Ich verlangsame schnell. Ah, wir haben kein Money. Komm, wir produzieren mal schnell welche Nägel, falls, damit es ein bisschen abfängt, aber wir haben... Das schaffen wir nicht mehr. Jetzt kommt... Alter, wie viele! Oder wartet. Ja, wenn wir ihn nutzen, wenn ich loslasse, dann... Doch, ich muss. Okay, das... Ja. Der ZOMG. Ich weiß nicht, ob wir den... Wir müssen schnell machen auf jeden Fall, wegen dem Video. Fast eine Stunde, Junge. Unsere Fähigkeit ist nicht geladen. 1, 2, komm. Schneller angreifen. Komm, dann haben wir die roten Luftschiffe schon und ein paar blaue. Fähigkeiten laden sich wieder langsam auf. Heiße Nägel können wir uns holen. Ja, okay. Sollte easy gehen jetzt noch. Ich kann jetzt gleich die Rockets noch abfeuern hier. Ah, die sind nur gegen Moab, die Rockets. Und wir haben es geschafft.
Dann hoffe ich euch, dass diese Folge BTD 6 euch gefallen hat. Die ging leider ein bisschen lang, es tut mir leid dafür, aber manche mögen das, lange Folgen zu haben. Bis nächstes Mal, schreibt in die Kommentare, welcher Held euer Lieblingsheld ist, und dann gebt einen Daumen hoch da, abonniert mich, wenn ihr es nicht vergessen wollt. Aktiviert die Glocke, um keine Videos zu verpassen, und bis nächstes Mal und ciao, Leute.